So, und hinten, wo der Streik ist, am alten Markt, sind wir jetzt beim Chiemseehof. Schaut mal, beim Chiemseehof, da ist sogar noch ein bisschen mehr los. Also da beim Chiemseehof, da wird auch des Streikes Unmutes kundgetan. Und da brauche ich gar nicht viel dazu sagen, da könnt ihr euch eine eigene Meinung dazu jetzt bilden. Der Mike Vogel von Ö24 steht da. Er ist da vorne. Okay. Mache ich vorher noch. Bei 5 Wochen zu meiner Folge noch Urlaub. Ja, bis zur Wiede, ich hab ihn zu. Der Mundus TV ist auch da. Geht's wieder gut? Ah ja. Wirklich noch nicht. Ich hab mir das Video geschickt. Ich war mit ihm los, Alter. Ja, Alter, der hat mich aber voll drauf, Alter. Idiot hoch 3. Sympathismus verändern! Corona ist raus aus den Parlamenten! So, der Mike Vogel von Ö24 ist fertig, zieht von dannen,
aber die Leute da, die bleiben da. Also mit den zwei Polizisten habe ich gerade vorhin gesprochen und gefragt, warum so wenig Polizei da ist. Ich meine nicht, dass ich mich beschweren darf. Ich habe nichts dagegen, wenn die Polizisten mal ein bisschen weniger Präsenz zeigen. Wie gesagt, da das eine Auto ist da und sonst gar nichts. Ja, weil wir eben so friedlich und brav sind, hat er gesagt, ist es bei uns nicht notwendig. Das hat die Polizei nach fast 2 Jahren auch erkannt, dass eben wir keine Aggressoren sind, somit auch die Polizeipräsenz bei weitem nicht so angeschraubt werden muss. Ich schaue jetzt mal wieder zum alten Markt. Wie gesagt, wir haben 2 Locations heute. Da beim Chiemseehof, wo die Regierung drinnen hockt von Salzburg. Und vorhin beim alten Markt, wo der Thomas Prater seine Aktion angemeldet gehabt hat. Und da schauen wir jetzt wieder hin zum Thomas. Wir werden einfach hin und her switchen. So, Sesam, öffne dich, wie es ausschaut. Na dann, trete da rein, bring Glück herein. Die alle sagen, dass die natürliche Genesung um einen Faktor von 24 Mal mehr effektiv ist und länger anhält als diese klopperte Impfung. Also da werden Reden gehalten, das ist der Herbert Landschnick, der da gerade spricht. Wenn es den meisten von euch so ähnlich ergeht wie mir, dass man das ganze System mittlerweile durchschaut hat, hast du eigentlich tatsächlich Platz von der Politik. Das ist definitiv nichts mit Gesundheit zu
Schon wieder alles vergessen, das hier. Ja, wir werden es ja noch schon wieder in Erinnerung rufen, gell? Also ich fange jetzt an, gell? Auf dem Reichstag zu Worms am 18. April 1521 Luthers Antwort auf die Frage Karl des V., ob er widerrufen wolle. Vollständiges Zitat. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde. Dein Essen ist sinnfrei. Wenn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, dass es feststeht, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. 1521. Jetzt werden es doch mehr Polizisten wie zu Anfang. Mal schauen, wer brav bleibt. Aber ich schätze mal, es wird schon halbwegs human zugehen. Du darfst jetzt keiner mehr rein. Ich bin von der Presse. Was einer will, bitte hinten. Ich bin von der Presse. Was da aus, kein Presseausweis. Ja, da. Eingang ist drüben. Aber auch bitte das aussehen, das wird jetzt als Flugtür hergenommen, gell, bitte. Gott, das kennst du mir wieder mal. Ah, für die Presse ist der Eingang auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Seit wann sowas? Seit jetzt? Da brauche ich meinen Ausweis aber auch nicht sagen. Wahnsinn. Ja, die Polizei sagt gerade, dass die Presse da jetzt nicht mehr durch darf. Da beim Ärmel. Danke für die Also, somit schauen wir mal, für wie weit die Pressemitarbeiter das gilt. Bye.
Ja. 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 Jetzt sperren schon zu, jetzt darf man nicht mehr. Thank you.